Na, hallo alle zusammen. Es geht voran. Ein kleiner Zwischenbericht. Krabbeln wir mal hoch. Ist dabei, die Dachsparren da festzumachen. Allerdings wollte ich die eigentlich in dem Abstand machen, dass die Dämmung dazwischen passt. Aber hier zum Beispiel soll so eine, ja, wie sagt man, Raumtrenner so ein bisschen, hier kommt dann das Bett wohl hin. Na, soll hier so ein bisschen Raum, und da muss ich das ja irgendwo festmachen. Und da passen die Abstände nicht. Also, so ein kleiner Tipp, wenn man irgendwelche Raumtrenner dazwischen machen will. Ich werde jetzt erstmal genau da, wo dann die Raumtrenner hin sollen, Sparren hinmachen. Da muss ich die Abstände ein bisschen aufteilen. Hier dasselbe, hier kommt ja die Haustür quasi rein. Hier dazwischen. Und dann habe ich hier so ein bisschen Terrasse dann. Die Schrägen sind jetzt einfach nur so provisorisch, dass der Winkel alles stimmt. Naja, aber ihr seht, es geht voran. Hier kommt nachher das Ofenrohr raus. Kommt dann so nach, wie heißt es, die Itomsteine rein. Und das Loch für den Ofen. Also für das Ofenrohr. Naja, die Dämmung passt dazwischen. Und das Fenster hier werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher setzen. Das ist mal ein bisschen zu niedrig. Naja, so ist das. Es geht voran. Stück für Stück für Stück für Stück. Ich hoffe, dass ich so bis Ende der Woche das meiste vom Rahmen, vom Ständerwerk fertig habe. Und geht voran, es geht voran, es geht voran. Es macht Spaß, sich sein Leben zu erschaffen, unser kleines Zuhause.